Ich weiß gar nicht mehr, wie das geht. Ich auch nicht. Ist doch egal. Da, da sind wir wieder. Da wieder. Und ich habe den Weg hierher gefunden. Lass mich hier hinsetzen. Unser Nasswitz-Sitz wollte ich nicht sagen. Du hast den Weg hierher gefunden? Ja. Warum? Wie meinst du das? Ja. Nee, wie lange ist es her? Wie lange? Sag schnell. Daniel. Ja, ich muss darauf rumreiten. Alle Zahlen über 3, da habe ich ernsthafte Probleme mit. So auch 3 Monate. Das waren doch jetzt nicht 3 Monate. Nee? Siehst du, ich sage ja, ich habe 3 Jahre. Gefühlt. Wie geht's dir? Wenn es nicht regnen würde. Sag mal, bist du auch so, du meckerst die ganze Zeit, du bist... Das ist wie... Mi, 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 mi. Das ist scheiße, weil man eine Sekunde zum Schalten hat und das aber nicht schafft. Nichts. Ja. Genau. Gott sei Dank hast du mich jetzt geflasht. Jetzt bin ich. Ja. Schul. Nee, hast du einen Fehler der Woche für mich? Nein. Mir geht's gut. Ich habe auch keinen Fehler der Woche für dich. Was ist so? Mach ich mit den Flachwitzen weiter. Oder aber du mit deinen. Hast du einen harten Hintern? Ja? Ja, richtig straff. Dann zieh's raus. Ne, echt jetzt? Soll ich? Ja. Oh, cool. Gerne. Also ich bin richtig... Weil die Sonne kommt jetzt raus. Ich bin richtig sehr beeindruckt. Ist es schon 1935? Ja. Mimi. Ich setze mal meine Brille ab, damit ich auch das Kleine erkennen kann. Ja. Mhm. Sinnlose Geld raus, Scheißerei. Ich muss mal ganz kurz dazwischen grätschen. Ja? Ich habe einen Fehl der Woche. Okay. Ich packe es wieder hinter meine Hintern. Nein, nein. Geht schnell. Na, erzähl. Ach. Daniel zeigt gerade sein Bier. Mhm. Was kein H. Olsten ist, sondern ein J. Efer. Nein, mach weiter. Das war's schon. Oh, super. Du tust mir wirklich leid. Ja, dass danke. Dir das jemals passieren konnte. Ja. Wie gut, dass ich das ja nicht vorbereite. Nee. Dann verlässt man sich einmal auf andere. Und schon ist man verlassen. Und dann ist man verlassen. Kennst du die Stadt Wiesbaden? Ja. Warst du da schon mal? Nein. Also kennst du sie ja nicht. Oh Gott, ist das schlecht. Machst du hier die Flachwitze oder ich? Sie liegt in Hessen. Ja. Da stehe ich hier. Ich wusste das nicht. Da war ich auch noch nicht. Ach. Kenne ich also auch nicht. Und ich muss niesen. Ja. Und War gut? Ich entschuldige mich für alle, die gerade versucht haben, diesen Podcast oder diese Podcast-Folge zum Einschlafen zu nutzen. Und jetzt senkrecht im Bett stehen. Ja, geil. Wiesbaden. Wiesbaden war schon immer eine Art Vorreiter, was die Umwelt angeht im öffentlichen Nahverkehr. Also die haben ganz viel... Energie, spritsparende Dieselbusse gekauft und was weiß ich alles. Okay. So. Und haben tatsächlich im Jahre 2020 eine Ausschreibung gemacht für Wasserstoffbusse. Die wollten also... Ja, schon gehört. Ne? Mhm. Klar. Und haben tatsächlich dann auch 10 Wasserstoffbusse gekauft für 6 Millionen Euro. Ja. Und... haben dazu noch, und das ist hier auf dem Bild, ich zeige das gleich, eine Wasserstofftankstelle erbauen lassen in Wiesbaden, wo die Wasserstoffbusse ranfahren können und tanken können, logischerweise. Ja, ja. So. Und das Ding hat nochmal 2 Millionen Euro gekostet. Ganz viel finanziert auch aus Steuergeldern, weil es vom Bund unterstützt wurde, ne? Thema Umwelt. So sieht diese Tankstelle aus. Ja. So wie kommt so ein Gastank von früher, ich zeige das mal in die Kamera. Ich weiß nicht, ob man das sieht, vielleicht so. Ein bisschen dichter dran. Ja, man sieht es. Dann fuhren tatsächlich irgendwann diese Wasserstoffbusse aus und das hat auch funktioniert, wunderbar. Ja. Ein Jahr lang, bis der erste kaputt ging. Der hatte irgendeinen Defekt. Und dann hat man festgestellt, dass sie gar keine Werkstätten dafür haben, um die Wasserstoffbusse zu reparieren. Ja. Und hätten so und so viele Millionen Euro noch ausgeben müssen, um Werkstätten überhaupt zu erbauen dafür. Und haben gesagt, das lohnt sich nicht und haben die Wasserstoffbusse dann stillgelegt. Haben also 8 Millionen Euro ausgegeben. Ja. Und das war's. Ich fange jetzt nicht wieder an, darauf rumzureiten, was man mit 8 Millionen sonst hätte so alles machen können. Ja. Ich finde es aber klasse, dass man auch darüber nachdenkt, dass sowas auch kaputt gehen kann. Also das finde ich... Das ist wieder Vorbereitung. Ja. Ne, definitiv. Und das erinnert mich an, ich fahre ja arbeitstechnisch einen Gas-LKW.
Weil ja, stimmt, uns ist ja, es ja, ja ähnlich. Das heißt, ja, die Tankstellen sehen auch so ähnlich aus. Ja. Und, ah, echt jetzt auch die Sonne? Ja, ja, die gehen nur halt. Naja, ich will jetzt nicht sagen, die Tanks sind eher senkrecht. Weißt du, die Gastankstellen habe ich mittlerweile, also zumindest beobachtet, dass die so aussehen wie alte. Stiefel. Kennst du das so? Nee, Zement. Ah, ja, 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 ja. Diese Behälter, weißt du, die so senkrecht hochstehen. Genau, ich weiß. So ähnlich. Sieht man manchmal an der Autobahn für das Salz. Genau. Das sieht auch so, ja, oder aus. Getreide oder irgendwie sowas, genau, glaube ich. Ne? So, und da ist aber das gleiche Problem, nur dass das wahrscheinlich irgendwie besser umgesetzt wurde oder so. Weil mit Tankstellen hat Gas das ja auch nicht so. Ist nicht und so. Wenn es leer ist, ist leer. Ja. Dann hast du halt ein Problem, musst zur nächsten fahren. Und also vom Verhältnis her gesehen, muss man sich vorstellen, Flensburg ist die eine Gastankstelle und Hamburg ist die andere. Dazwischen, ja, liegen irgendwo 300 Kilometer. Oder 200, 210, 220 Kilometer. Ja, und vergisst du einfach mal zu tanken oder rechtzeitig zu tanken, dann kriegst du ein Problem. Ja, ne? Das ist natürlich scheiße, ne? So, genau. Aber das ist ja nur die Tankstelle. Die Werkstätten sind ja so ein ähnliches Problem. Ja, ich habe ja das Glück, dass ich bislang noch keinen Defekt hatte. Ja, und ich habe auch noch nichts darüber gehört. Ne? Ja. Also ist einfach so. Aber die haben jetzt tatsächlich, wo das gerade aufkommt, auch festgestellt, dass die normalen Werkstätten gar nicht vorbereitet sind für diese ganzen E-Autos. Ja. Das werden ja immer mehr. Und die Leute sind dafür einfach nicht ausgebildet. Das ist das Problem. Ich habe mich heute erst mit einem Mitarbeiter unterhalten, der meinte von wegen, es kaufen sich viele Leute einfach nur diese E-Autos, damit sie die besser nach Dänemark und Norwegen, ja, dann verkaufen können nach 3-4 Jahren. Für denselben Preis fast. Okay. Die haben also total geringen Wertverlust. Das machen die Norweger mit? Die haben ja jetzt, wie Dänemark, glaube ich, ist es Dänemark und Norwegen, die gesetzlich geregelt haben, dass du nicht mehr mit Brenner in die Städte darfst. Ja, genau, stimmt. So war das. Genau das ist der Grund. Ich erinnere mich, ja. Alle kaufen E-Autos dort, weil sie sonst nicht mehr in die Städte kommen, es sei denn schweineteuer. Ja. So, und der hatte mir dann auch als Beispiel genannt, Kiel bezahlte 60 Euro, um da reinzufahren. Das weiß ich jetzt nicht, das müsste man wieder prüfen. Das ist so aus der Nase gezogen, aber das kam so aus dem Gespräch heraus. Na klar. So, also, ne, E-Autos. Ja. Und dadurch ist die E-Autos auch an. Ist nicht für mich immer noch total uninteressant. Ich habe ja hier die Photovoltaik und die erste Frage, wenn du dir so ein Ding installieren lässt, ist immer, kaufen Sie denn auch ein E-Auto demnächst? Wollen Sie so eine Wallbox, ne, wo man dann selber... Nein, das kommt mir nicht ins Haus. Das kommt mir dann ins Haus, wenn ich dazu verpflichtet bin, so ein Auto zu kaufen. Ja, dann musst du es ja. Dann muss ich es. So. Die Alternative wäre so ein Hybrid. Das ist das Einzige, was für mich noch eventuell Sinn machen würde. Ja. Aber auch da, weiß ich nicht. Ich meine, die fahren ja alle mit diesen, wie heißen das? Sind das Chrysler? Nee, was ist das? Nee, wie heißen die Autos, die meisten hier mit E sehen sind? Nee, das ist doch Tesla, oder nicht? Tesla, nicht genau. Chrysler. Entschuldigung. Nee, sorry. Und schweineteuer. Ja. Naja, und unzuverlässig, was die Kilometerlaufleistung betrifft. Ja. Fährst du da irgendwo hin? Wir wollen da nicht drauf umreiten, aber... Nee, dann kommen wir ins... Also Gas ist genauso und ich merke auch keinen Unterschied. Was ich letztens mal so aufgeschnappt habe, und das muss ich auch so sagen, ist, du warst die ersten 2 Jahre, wurdest du ja damit gelockt, dass du mautfrei warst als LKW-Fahrer. Und das bist du jetzt auch nicht mehr. Jetzt musst du ganz normal Maut zahlen, wie alle anderen auch. Super, ne? Und kommst nicht viel weiter mit so einer Kilometer, also mit so einer Tankfüllung. Du hast einfach nur mehr Aufwand und mehr Zeit... Es soll ja umweltfreundlicher sein, darum geht es wahrscheinlich. Ja, dann würde ich doch als Staat dafür sorgen, dass viel mehr solche Autos fahren müssen. Natürlich. So, natürlich. Also kann es ja noch nicht so wichtig sein. Ja, der Staat verdient wahrscheinlich am meisten an den E-Autos. Ich weiß nicht, irgendeinen Grund muss er haben. Weiß nicht. Moin, Olli. Olli! Trotz dass es hell ist, sehe ich ihn gar nicht. Tarnung. Ja, bestimmt. Tarnen und täuschen. Ja, ja, ja. So. Aber schön zu wissen, dass so eine Summe halt dort wieder verballert werden und keiner zur Rechenschaft gezogen das wird. Das macht auch so ein bisschen so ein ruhiges Gewissen. Was ich gut finde, ist, dass sowas nie rauskommt. Ja. Es wird nie an die große Glocke gehangen. Nee. Ja. Da uns eh keiner zuhört und zusieht, wird es niemand erfahren. Ja. Ich würde sagen, wir machen daraus eine Rubrik. Ja. Und bringen die dann auf Instagram und TikTok. Ja. Das können wir machen. Das wird der Burner. Wir bereiten das mal vor. Ja. Na, das machen wir nicht morgen und übermorgen. Aber nein. Aber übermorgen. Sommer kommt ja bald. Natürlich. So. Flachwitze. Dann. Da.
Echo war richtig toll. Nach Echo, Alter. Immer noch eins. Warum musste die Bacardi-Fabrik schließen? Nee, das weiß ich nicht. Die Mitarbeiter haben nur rumgemacht. Oh, oh. Eieiei, das ist ja quasi ein Martenwitz. Eieiei. Geiles Ding. Ja, nur rum. Nicht nur das Ding. Ehrlich gesagt würde ich da auch gerne arbeiten. Ja? Ja. Damit du auch rummachen kannst. Bisschen rummachen. Mhm. Mit Männern. Nein. Wie kommst du da drüber? Das weiß ich nicht. Ich hab dich gesehen. Und... Oh, ah. Warum geht James Bond einfach nach Hause? Weil er es kann? Nö. Na? Seine neue Mission ist geheim. Oh nein. Oh, geheim. Oh, das ist schlecht. Eieiei. Yes. Der gute alte Bond. Yeah, James Bond. Oh yeah. Was passiert, wenn du ein Pferd mit drei Beinen zu einer Olympiade schickst? Das weiß ich nicht. Das geht schief. Oh Gott. Oh Gott. Alter Schwede. Das ist ja ein Wortwitz nach dem das nächsten. Das ist Wahnsinn. Was ist der Unterschied zwischen einem Ornithologen und einem Swinger? Ja, irgendwas mit Onanieren wahrscheinlich. Erzähl. Ja. Der eine beobachtet Vögel und der andere vögelt Beobachter. Und schon lachen wir wieder beide. Der ist gut. Die versauten Dinger. Das gleich geht's wieder los. Oh, ich liebe es. Wo ist wieder da? Da-da-da-da! Ein Kunde fragt den Elektriker, sagen Sie mal, zittert Ihr Lehrling immer so? Nee, nee, sagt er, ist gleich vorbei, ist nur eine Phase. Oh, Alter. Eieiei, Hilfe. Wenn es wichtig ist, ruft er noch ein zweites Mal an. Chantal 22 arbeitet in der Notrufzentrale. Und du bist am Telefon, Alter, das wäre doch geil, oder? Gehst nicht ran. Ja, ruft bestimmt noch mal. Ich habe ein Sprichwort. Die Pille ist ein fauler Zauber, nur Ajax hält das Becken sauber. Alter! Oh. Ist da Bescheid? Ding, ding! Blitzblank. Oh Gott. Übrigens regnet es bis 1935. Halt deine Schand. Mutterwitze schön Mann. Im Regen haben wir ja, aufgenommen. Ja, das ist doch mal was, ja. Da kriegen wir richtig Follower. Mann, Mann. Genau, im Regen. Und dann. Dann stehst du im Regen. Und niemand, der hält dir den Schirm. Da gibt es doch bestimmt auch eine Techno-Version von, oder? Ja. Dann machen wir draus. Komm, wir machen eine an jetzt. Ja. Sing nochmal. Achso. Und dann. Und dann stehst du im Regen. Regen, Regen, Regen. So, einen habe ich noch. Einen habe ich noch. Oh, da bin ich gespannt. Willst du Körper gegen Körper pressen? Atem spüren, Gerüche wahrnehmen, verschiedene Stellungen, hinein, hinaus, von hinten Alter, und von vorne. Ich werd spitz. Ja? Dann fahr Bus. Oh. Du hast dir die doch alle selbst ausgedacht. Wie kommst du da drauf? Wenn ich das könnte, würde ich nicht hier sitzen. Was soll das heißen? Ich denke, du sitzt wegen mir hier. Dann würde ich auf deinem Platz sitzen. Ach so. Ah, das ist Kurve noch mal gekriegt. Alter Schwede. The curve. So, ich finde das ganz gut, dass es nicht ganz so doll ascht. Regnet vor allen Dingen. Nee, bis 1935 soll das Ganze trocken bleiben. Ne? Also insofern. So, ich habe gehört, du hast das vorbereitet. Ich werde mich dann jetzt zurücklehnen und... Was hast du gerade gesagt, Ette? Also ich habe gar nichts vorbereitet. Ich habe nicht... Olli, nicht mitten im Satz unterbrechen. Es geht schon wieder so los. Nee, so. Ich werde mich entspannt zurücklehnen
Hast du jetzt eigentlich Holz nachgelegt oder warten, hast du nur da dass gestanden? Das Qualmen aufhört? Ich sitze direkt im Qualmen. Wer hat denn das da so gemacht? Das ist dein Feuer. Das ist dein Haus und Hof. Ich bin hier nur Gast. Na gut. So. Daniel, hast du was vorbereitet? Ja. Irgendwie weiß ich nicht. Aha, hab ich das? Ich hab. Nimm den Bleistift, mal etwas. Oh ja. Wie war das früher, wenn du Langeweile hast? Zieh dich aus und spiel mit den Klamotten. Du dummes Kind. Nee, wie war denn das früher? Nimm den Bleistift, mal etwas. Aha. Mhm. Ja, verdammt, ja, wie hieß es? Was wird denn das? Zwei Augen, ein Mund? Keine Ahnung. Ja. Weiter, früher, weiter. Ne? Weiter kann ich nicht. Ich will den Witz mit dem Bus wieder hören. Achso. Ja. Ich habe mir gedacht... Oh nein, jetzt geht das wieder. Ich überprüfe mal deinen Wissensstand und ob das gut funktioniert, weil dann könnte man es drauf aufbauen auf eventuell so ein Thema, was man dann bei der nächsten Live-Übertragung vielleicht etwas auseinanderdehnen. Ja. So. Ja, ich bin gespannt. Und zwar fand ich es früher genial daneben, ja, wenn Hugo Egon Balder da Fragen gestellt hat. Ah. Und es wurde darüber gefachsimpelt, was verschiedenartigste Begriffe von Bedeutung haben könnten. Oh Gott, nee, ne? Ich bin nicht Hohecker, ich kann das nicht. Ja, aber du kannst ja genauso deinem Geist, das hätte ich jetzt nicht sagen können. Nee, da hätte ich ja wohl freien Lauf lassen können, genau. Also. Ich habe auch einfach erstmal mit einer einfachen Frage angefangen. Ja. Ne? Du kannst da, wie gesagt, deine Gedanken freien Lauf lassen und es vielleicht dann bei der zweiten oder dritten Idee ernst meinen. Okay, alles knapp. Also, warum? Warum steht in einer österreichischen Kirche seit Juli 2002 ein rotes Auto? Warum steht in einer österreichischen Kirche, nicht Kirche, Kirche. Seit 2002 ein rotes Auto. Welches? Schön, wie du die Frage wiederholst. Ne, ich muss das ja in mein Gehirn einbrennen, ja, damit ich das nicht nochmal wieder... Ja. Gut, das geht ins Leere. Warum? Aber erstmal die Frage, ist das von Bedeutung, was für ein Auto das ist? Also ich weiß, rot. Aber ein rotes Auto. Also egal was. Ja. Kann ein Trabi sein. Ne, ich denke mal, das war ein Ford Fiesta. Das denkst du? Ja, ich habe das da aufgeschnappt. Ich weiß ja mal nicht, ob das so tausendprozentig richtig ist. Ach so. Okay. Also die Fragen, aber es hat damit sind schon zu tun, ernst und die Antworten sind auch richtig. Glaube ich. Nee, das glaube ich. Aber es hat damit nichts zu tun, ob das ein Ford Fiesta ist oder. Nein. Okay. In einer Kirche ein rotes Auto. Es ist halt nur ein Auto, kein LKW, kein Schiff, kein Boot. Also erstmal würde ich darüber nachdenken, warum gerade in Österreich. Okay. Sind die Österreicher ja tatsächlich sehr katholisch erzogen? Wenn ich das. Ich hoffe, ich erzähle jetzt keine Scheiße hier. Sagen wir mal katholisch, also streng erzogen. Als Kind wurdest du ordentlich durchgenommen in der Kirche bei der Beichte. Was? Hat das eben laut gesagt? Nein. Ja. Rotes Auto. Steht in der Kirche. Und das ist die Frage, steht das tatsächlich ganz vorne am Altar oder eher hinten in den letzten Reihen, wo sich jemand reinsetzen kann? Alter Schwede. Ich versuch's ja nur. Sag doch einfach mal deine ersten Gedanken. Warum steht da so ein scheiß rotes Auto in der Kirche? Naja, also da kann man sich bestimmt reinsetzen. Ja. So. Und ich denke mal, die haben keinen Beichtstuhl. Okay. Und die geben die Beichte in diesem Auto ab. Ja! Was, echt? Genau! Ja! Warum soll das denn, warum denn rot? Weil die da Bock drauf hatten, keine Ahnung, weil die irgendwann mal geäußert haben, Weichstuhl ist langweilig und dann haben die gesagt, alles klar, stellen wir ein Auto rein. Und durch Zufall ist es ein rotes Auto geworden. Bam! Und die nutzen dieses rote Auto als Beichtstuhl. Das heißt, da setzt man sich rein und dann sagt man, Herr lieber Doktor, wollte ich gerade sagen. Ich hab da was. Gibt's doch gar nicht. Alter Schwede, ey. Damit habe ich gar nicht gerechnet. Das sind jetzt 300 Zuschauer oder Zuhörer bei Spotify, sind gerade eingeschlafen. Was denn? Ich versuche das doch herzuhalten. Ja. Kannst du dich an die Folge erinnern, die du nach der 10. Frage bereut hast, dass du nicht einfach mal so ein bisschen deinen Geist freien Lauf gelassen hast? Ja, was soll denn das? Gut, bedeuten? Dann mach's jetzt richtig. Okay. Zweite Frage. Ja. Also es war richtig, ne? Okay. Warum fliegt der schwarze Kiefernprachtkäfer
sofort Richtung Flammenmeer, wenn er einen Waldbrand wittert. Als kleines Background so, der schwarze Kiefern, Prachtkiefer, lebt im Mittelmeerraum und kann mittels infrarotempfindlichen Sinnesorganen bis zu 50 Kilometer entfernte Waldbrände registrieren. Okay. Und sobald er das registriert, macht er sich sofort auf den Weg dahin. Und stürzt sich ins Verderben. Das weiß keiner. Das weiß keiner. Warum? Also ich kann, jetzt kommt das erste wieder. Ne? Der erste Gedanke. Ich versuch's jetzt einfach mal. Ja, mach doch. Ich könnte mir vorstellen, dass nach einem Waldbrand, der zieht ja so immer weiter. Ja. Dahinter ist ja Asche. Und so, ja. Dass er da irgendwas sammelt oder pickt, was seine Nahrung ist, wovon er sich ernährt. Okay. Das könnte ich mir vorstellen, dass das irgendwie übrig bleibt. Jetzt ist die Frage, was und ob das richtig ist. Ist noch eine zweite Variation? Die zweite Variation ist, das ist ein totaler Vollidiot. Ich will jetzt nicht sagen, weil er schwarz ist, sondern einfach. Ja, das war raschistisch. Ja. Sondern einfach, weil er von der Wärme angezogen wird, vom Infrarot, und er findet es geil und hofft darauf, dort sein Weibchen des Lebens zu finden. Die sich da vorbereitet hat aufgrund der Wärme. Ja, ja. Schon mal ausgetreckt und so. Genau. Ja. Ne, zieh dich aus und spiel mit den Klamotten. Das hat sie gemacht. Mhm. Und er ist dahin und stürzt sich in die Flammen des Todes. Ist sie dann so eine Art... Nee, Hyäne hieß das nicht. Hyäne ist ja dieses... Ich will nicht sagen Wolfsähnliche, sondern... Ja, ich weiß, genau. Aber wie heißt... Siren, ne? Siren, ja. Da bist du... Von der er getäuscht wird. Angelockt. Der Käfer, er wird angelockt und ins Verderben. Ja, das... Doch, sowas ist sie. Ja. Mhm. Ist falsch. Was? Es geht eher in die erste Richtung. Tatsächlich. Ne, also es war gar nicht so... Schlecht. Bin ich ja doch Hohecker. Genau. Nicht Honecker. Diese Eigenschaft dient zur Fortpflanzung, da die Larven sonst durch die natürliche Abwehr der Bäume, die Bäume entwickeln Harz und können die Larven nicht absetzen, weil die werden dann durch den Harz abgetötet. Und dadurch, dass nach so einem Waldbrand das tote Holz ja da liegt, können die dort drauf dann die Larven setzen und schlüpfen. Okay, also schon die richtige Richtung, nur zur Arterhaltung. Genau. Okay. Nicht immer das, was du denkst. Nee, ich denke eigentlich immer nur an sexuelle Aktivitäten. Genau. Aber dann kommt es ja auch ungefähr hin. Ja. Alles klar. So, diese Frage hatte ich nicht beantwortet. Mhm. Was ist ein Torkelbogen? Wie hießen die Dinger bei die Hungerspiele? Tribute von Panem. Ja. Wie hießen die denn? Diese Spotttölpel hießen die. Ja. Ein Torkelbogen? Torkelbogen. Ein Torkelbogen. Okay. Also es wird kein Vogel sein, das wäre jetzt zu quatschig. Schon wieder ein Vogel. Also die erste Idee ist natürlich, logischerweise, irgendein Bogen, also in so einer Straße zwischen Häusern, so ein Bogen, wo man durchgehen kann, wie so ein Torbogen, dass das quasi am Ende eines Kneipenviertels ist und alle da durch müssen, wenn sie nach Hause wollen und alle besoffen sind, immer deswegen torkeln sie da. Geil. Aber falsch. Okay, habe ich noch eine Chance? Ja, natürlich. Okay, dann würde ich sagen, torkelt der Bogen selbst. Und das ist auch falsch. Nein, aber ist gut. Um Hohecker zu zitieren, ich meine, ich habe mir die Videos ja angeguckt. Ja. So, um Hohecker zu zitieren, sollte man nicht von einem Blitzebogen ausgehen, sondern es gibt ja auch Briefbögen. Aha. So. Das ist natürlich der erste Gedanke, dass man immer an Bogen, an irgendwas Krummes denkt. Ja, natürlich. So. Der Torkelbogen ist tatsächlich ein Fragebogen für Betrunkene, um herauszufinden, ob sie betrunken sind. Ach was. Ja. Okay. Habe ich noch nie gehört? Nee, habe ich auch noch nie ausgefüllt. Ich war nie besoffen. Nee. Zumindest hatte ich die Polizei noch nicht besoffen mitgenommen. Nö. Um dann so. Ach so, das ist sogar von der Polizei. Also, sowas soll es geben. Aha. Das ist halt nicht aus den Nasen dabei gerufen. Gezogen. Ne? Aha. Geil. Ja. Ja, vielen Dank. Das ist ja... Jetzt bin ich aber gespannt, was noch so kommt. Weißt du? Ja. Okay. Ich komme mir ziemlich schnell vor, weiß nicht, ne? Das ist überhaupt nicht schlimm, wenn wir eine Stunde früher fertig sind als sonst. Nein, ich hab genug. Ach so.
Warum hat eine Kneipe in Goslar im Sommer Goslar im Sommer 2007 drei Löcher in eine Außenwand seines Lokals geschlagen? Also ein Kneipier. Warum hat ein Kneipier in Goslar im Sommer 2007 drei Löcher in eine Außenwand seines Lokals geschlagen? Weiß man, wie groß die Löcher sind? Also groß. Ja. Nicht jetzt nicht Bohrlöcher, sondern... Also auch keine Schusslöcher. Nein. Er hat da wirklich Löcher reingeschlagen. Ja. Drei. Ja. Also meine erste Idee ist natürlich... Ja. Das ist eine Kneipe. Ja. Und ich könnte mir vorstellen, dass die Kneipe in einer engen Gasse irgendwo ist. Ja. Und gegenüber ist eine Wand oder sind Häuser oder keine Ahnung was. Und das schallt sehr. Und das soll den Schall nehmen. Ja, also damit da kein Laut, damit Kneipe leiser ist insgesamt für die Anwohner, sagen wir mal. Beim Knallen. Beim Sitzen und Knallen. Ja, beim Sitzen und Trinken. Das ist nur meine erste Idee. Ja. Ja. Hast du noch eine zweite? Was soll das heißen? War die richtig? Nein. Okay. Die Löcher. Geschlagen. Ja, ja, hat er reingekloppt. Hat er reingekloppt. Hm. Vielleicht ist es so, dass er wirklich sehr, sehr wütend war und die Wut an irgendwas auslassen musste. Und, aber das glaube ich nicht. Das ist falsch. Das macht keinen Sinn, sonst hättest du schon längst gesagt, oh Gott, also insofern... Oh Gott, oh Gott. warum macht sie... Moment. Löcher. Das heißt, es sind tatsächlich Löcher in der Wand. Das kann ja durchaus bedeuten, dass die Löcher durchgehen, bis, also man kann das durchreichen. Das ist eine Durchreiche für Getränke nach draußen. Okay. So, das locke ich ein. Lockst du ein? Ja. Das ist falsch. Sehr schön. Aber es war eine tolle Idee. Ja. Sinngemäß kommt es fast auf dasselbe hin, aber es gibt ja das Nichtrauchergesetz. Ja. In Kneipen. Ja. Und dafür wurden ja Umbauten in zig Gastronomen und Gaststätten und tralala vorgenommen und extra Bereiche eingerichtet. Richtig. und. Und er hat einfach drei Löcher in die Außenwand gekloppt, wo derjenige, der rauchen möchte und jetzt keinen Bock auf schlechtes Wetter hat, sondern sich dadurch bücken konnte, ja. So ist er hintenrum drinne geblieben. Und konnte nach außen, nach vorne raus rauchen. Aber da draußen war. Das ist ja geil. Das heißt also, wenn das Frauen sind, hat es durchaus was mit Knallen zu tun. Also kann. So. Was ist denn? Was denn? So, ja. Schön. Das war der Grund. Das ist ja eine geile Idee. Ja. Das muss er ja gemacht haben, kurz nachdem dieses komische Gesicht raus. Naja, ich denke. 2007. Ja, das kommt ungefähr hin. Ja, krass. Ja, aber es sind natürlich Sachen, kannst du nicht wissen. Aber nee. Ich finde deine Richtung, finde ich echt gut. Die Richtung ist gut. Ja. Du willst mich aufmuntern, damit ich weitermache. Natürlich. Sehr gut. Das machst du gut. Alter. Deswegen machen wir jetzt auch weiter. Ja, sehr gerne. Warum? Schon wieder warum? Ja. Warum landete in Schottland 2007 7 Harry Potter Romane für mehrere Wochen in einer Ausnüchterungszelle? Wegen dem Anti-Rauchergesetz in Kneipen. Das war nämlich auch 2007. Ja. Ja. Nein, das eine war in Goslar. Nicht in Schottland. Also nochmal. In Schottland. Ja, ja. Mehrere Harry Potter Romane. Wurden 7 Harry Potter Romane für mehrere Wochen in einer Ausnüchterungszelle hinterlegt. Wie auch immer. Sind sie reingekommen? Tralala. Das ist eine gute Frage. Hast du eine Ahnung? Nee, das Problem ist nämlich, ich weiß nicht, von wann diese Filme sind. Und Romane? Ja, klar, aber die Filme. Ach so. Die Filme, die darauf anschließend folgten. Und ich glaube, die sind jünger, deutlich jünger, wie bestimmt nach 2010, weit nach 2010. Sonst hätte ich nämlich gesagt, der Hauptdarsteller ist mal wieder gefasst worden, ja. Als er noch 2 war. So. Total besoffen. Und musste dann sich auf die Filmrolle vorbereiten mit diesen Büchern. Aber das kommt ja nicht hin. Ja. Sonst hättest du schon längst gesagt, oh Gott, oh Gott. Ja.
Ich habe gerade erst mal versucht, das nachzuvollziehen, was du gesagt hast. Ja. Aber du meinst, der war halt besoffen und ist da reingekommen. Und man hat ihm einfach da, damit er sich vorbereiten kann. Ja. Aber es macht keinen Sinn. Der war viel zu jung. Also nein, der gibt keinen Sinn. Ja. Harry Potter Romane. Also nicht irgendwelche, sondern Harry Potter. Vom Prinzip her muss da ja irgendeiner eingelocht worden sein, der große Harry Potter-Fan ist. Oder vielleicht sogar die Frau, die das geschrieben hat. Kelly Rowland, oder wie die heißt. Die ist bestimmt da eingelocht worden und die hat dann ihre Romane gelesen. So, erster Versuch. Okay. Loggst du ein? Ich logge ein. Ja. Ist nicht ganz richtig? Was? Ja. Soll ich nochmal probieren? Nee. Nein, wenn es nicht ganz eingeloggt ist. Ja. Das waren tatsächlich damals handsignierte Exemplare von der Autorin. Ja, Kelly. Und es hat sich keiner freiwillig bereit erklärt, diese über diesen Zeitraum, die sollten nämlich versteigert werden, ja, zu lagern. Und wer hat sie die mitgebracht? Selbst die Bank und so weiter und so fort, die ja wirklich Fort Knox und so weiter Sicherheitsabteilung hat, haben sich geweigert, weil sie Schiss hatten, die werden geklaut. Ach so. Die sollten versteigert werden, die 7 Romane. Ja. Weil die halt signiert worden sind. Und da wusste man sich nicht besser zu helfen, als sie im Gefängnis, in so einer Ausrichtungszelle, so lange zu lagern, bis sie versteigert worden sind. Das heißt, so lange war dann auch niemand zum Ausnüchtern da. Genau. Oh, die lagen okay da. Signiert. Alter, das ist ja krasser, ja, Scheiß. Und sie hieß Joanne K. Rowling. Rowling. Joanne? Ja. K. steht, glaube ich, ja, genau. Ja, ja. Genau. K. steht, glaube ich, okay. Das ist crazy krass. Yeah. Was ich wirklich krass finde, ist, dass die schon so eine Bekanntheit hatten, ja, dass sie sämtliche Institutionen, dass die abgelehnt haben, weil die Sicherheit nicht garantieren konnten. Ja? Ja, die hatten Angst, die brechen da ein. Genau. Ich wusste nicht, dass 2007 die Romane schon fertig waren und dass der Hype schon so groß war. Ich wusste das auch nicht. Ich fand es nur sehr interessant halt. Ich wusste früher auch nicht, was 1+1 ist, bis ich in die Schule gekommen bin. Ja, ich war in der Schule und wusste es danach immer noch nicht. Was? Machst du mal wieder Kreide holen? Genau. Ja. So. Es geht weiter. Ich muss nur hier mal ganz kurz den Zettel drehen. Ja. Du müsstest wegen Zeit mal gucken. Wir können natürlich jederzeit. Perfekt, die Zeit. Okay. Was ist ein Scheinwerfersonntag? Ein Scheinwerfersonntag. Man könnte natürlich vermuten, dass das was mit tatsächlich was mit Dunkelheit zu tun hat. Ich glaube es aber eher nicht. Ich könnte mir vorstellen, dass dieser Scheinwerfer-Sonntag für eine ganz bestimmte Insel galt. Könnte ich mir vorstellen, irgendeine Insel. Ne? Auf Inseln ist meistens ja sowieso abländlich vorgeschrieben. Ja. Und dass die das mal getestet haben früher, ob das überhaupt sinnvoll ist. Nein, nicht ganz, sondern gerade am Sonntag sind da ganz viele Urlauber auf diese Insel gekommen und es war mir so voll, so viele Unfälle passiert, da haben die gesagt, jetzt ist am Sonntag immer Scheinwerferpflicht. Geil. Gut, ne? Ja. Ja? Das ist falsch. Das ist scheiße. Ja. Ich nenne dir mal jetzt ein Stichwort und dann versuchst du es einfach nochmal. Sehr schön. Kirche. Das rote Auto in dieser österreichischen Kirche musste immer Scheinwerfer. Genau. Nein. Was hat ein Scheinwerfer-Sonntag mit der Kirche zu tun? Mit der Kirche zu tun. Die sind ja sonntags immer zur Kirche gefahren. Machen sie ja immer noch. Teilweise. Ja. Na, um zu beten. Ja. Genau. Und ich könnte mir vorstellen, dass du eine Vorstellung hast. Dass ich eine Vorstellung habe. Nee, das fällt mir gar nicht so ein. Dass alle, die da zur Kirche gefahren sind, Scheinwerfer an hatten oder sowas. Nee, weiß ich nicht. Vielleicht solltest du das Wort Scheinwerfer mal so ein bisschen anders auseinanderpflücken. Okay, das ist also ein... Du bist immer so auf Auto. Ja, bin ich. Ja. Ein Scheinwerfer Sonntag. Kirche. Kirche. Ein Scheinwerfer Sonntag. Schein, Heiligenschein. Heiligenschein. Heiligenschein, der wurde projiziert mit einem Licht irgendwie an der Kirche oder unten und das ist dann das Signal gewesen,
dass die alle zur Beichte beten kommen konnten. In den roten Ford Fiesta. Ja, und dass da ordentlich hoeckern konnten. Ach so. Höckern. Jetzt hast du verrissen. Okay, alles ganz klar. Zum Anfang warst du auch nicht auf dem richtigen Weg. Okay, alles klar. Also, ein Scheinwerfer-Sonntag wird angekündigt und hat tatsächlich was damit zu tun, dass der Geistliche bittet, nur Scheine, keine kleinen Münzen, in den Klingelbeutel zu werfen. Stimmt das, was Blanki da gerade schreibt? In genau. Etwa? Okay. Davon haben sie dann immer etwas größere Spenden erhofft, um dann halt irgendwelche Sachen anzuschaffen, wie Orgel oder Tralala. Oder ich hätte das dann folgendermaßen gemacht. Ich hätte es in 10 kleine Teile gerissen und jeden Sonntag ein Stück. Man soll den Scheiß nach 10 Wochen zusammenkleben. Mir egal. Das sagt er. So. Was war denn jetzt los gerade? Hallo? Hast du was gegen die Kirsche? Gut. Dann habe ich jetzt eine einfachere. Frage. Was ist die erste Aktion eines Kuckuckbabys, wenn es geschlüpft ist? Primitive Leute würden sofort denken, na, es macht Kuckuck. Weißt du, was Heller von Sinnen gesagt hat? Na? Es hat nach rechts und nach links geguckt. Na toll. Guck, guck. Deswegen. Ja. Was sagst du? Die erste Aktion eines Kuckuckbabys. Wenn es geschlüpft ist. Ja. Mhm. Es ist keine Fangfrage, so nach dem Motto, nein, es gibt keine Babys ist bei Kuckucks oder so. Nein, das ist Tatsache. Ja, der Kuckuck ist doch immer so, der klaut doch Eier. Fremde Eier. Ja. Ne? Das sind ja nicht seine, die er da irgendwie, ne? Mhm. Oder hat er die Kuckuck, legt er seine Eier in die anderen Nester? So rum? So rum ist es eher. Sag mal, Olli, du redest ständig. Ich glaube, so ist das. Der jubelt den anderen zum Brüten die scheiß Dinger unter. Ja. Seine fetten, gelben Eier. Was macht dann das Kuckuckbaby, als erstes, wenn es geschnüppt ist? Es ruft nach seiner Mutter, weil es ja die falsche ist. So. Nein, ich glaube, es frisst die anderen. Das Kuckuckbaby frisst die anderen Vögel. Frisst die anderen? Ja. Die anderen kleinen Eier oder Vögel, je nachdem, ob geschlüpft sind oder nicht. Ich locke ein. Ich weiß ganz genau, das ist richtig. Okay. Es frisst danach die Mutter. Es ist dann die Mutter. Dann ist es. Es ist tatsächlich fast richtig. Was? Ja. Okay. Nachdem das Kuckuckbaby geschlüpft ist, schaut es sich um und schmeißt alle anderen runter, damit es das Einzige ist. Scheiße, das wusste ich. Das wusste ich wirklich. Ja. Und das habe ich... Was ist das für ein grausamer Vogel? Ja, Kuckuck ist ein Scheißvogel. Alter Schwede, und was ist das für ein Instinkt? Ich werd wach, sehe meine Geschwister und... Kegel die raus. Kegel die erstmal aus dem Nest. Nur damit ich das Einzige bin. Geile Das ist ja Hammer. Also ein bisschen sympathisch ist mir das Kleine. Warst du auch, ne? Ja. Eigentlich hattest du vier Geschwister. Eigentlich ja. Ich wollte das Bier für mich alleine haben. Ja, genau. Du hattest halt nur das Pech, dass das Bett, in dem ihr drinne wart, halt nicht hoch genug war. Nee, genau. Wir sind leider nicht gestorbst. So. Nächste Frage. Mal gucken, ob du das weißt. Mhm. Was kannte man in der DDR unter dem Namen Bückware? Ich glaube schon, dass du das weißt. Ja, ehrlich gesagt, ich weiß es nicht genau, muss ich gestehen, obwohl ich Ossi bin. Ja. Aber sehr wahrscheinlich ist das die in den unteren Regalen ist, kann ich mir vorstellen. Also, dass du dann, also nicht, hat nichts mit Bücken zu tun, auch nichts mit Sex, auch nichts mit, dass ich zu Hause irgendwie wische und deswegen mich bücken muss, sondern es ist im Regal unten und deswegen musste man sich bücken. Ja, warum sagt man das unbedingt jetzt in der DDR? Also ich versuche dir nur eventuell, also es, ne, ich habe es aufgesaugt. Ja. Aber ich warte so auf eine zweite Idee. Okay, also war es falsch? Dass sie vielleicht dümmer, das will ich ja gar nicht sagen. Okay. Vielleicht eine zweite Idee. Okay. Ja, ich weiß es nicht, also... Ich trinke mal einen Schluck. Bückware. Hat das doch was mit Sex zu tun? Ja, das kann sein.
Weil ich glaube, Dildos gab es noch nicht zu der Zeit. Ich weiß nicht genau. Ich weiß nicht, ob. Ich war sehr selten einkaufen. Weißt du, wenn ich. Wenn ich. Hast du jetzt das Sprudelbier aufgemacht? Ich habe das. Ich habe das Gute aufgemacht. Also, pass auf. Ich war sehr selten. Nein, das stimmt. Ich war häufig einkaufen. Aber ich habe auf dem Dorf gewohnt. Ja. Und auf dem Dorf war das immer so, dass da war ein Konsum und da konntest du nicht wie im Supermarkt reinlaufen in den HU, wo dann Regale waren mit irgendwelchen Sachen, sondern da standen zwei Frauen meistens hinter in einem Tresen und hinter denen war alles aufgebaut, was du kaufen wolltest. Ja. Und du hast es dann bekommen. Das kannten viele. Ich weiß nicht, ob du das kanntest. Bei uns war das so. Ich bin älter als du. Ja. Ja, kann das sein, dass bei euch ein riesen Supermarkt war? Irgendwie naja, ich hatte ja, nee, ich hatte aber eher das Glück, dass es bei uns ja, glaube ich, dass es damals ja die NVA gab, also die Bundeswehr heute. Mhm. Dass es da doch ein bisschen mehr gab als wie im Normalen. Aber bei Oma, Opa, ich kenne den Konsum auch, aber da hatte man auch schon Gänge. Also es war jetzt ja nicht so Western, Tante Emma Laden, keine Ahnung. Okay. Also deswegen hätte ich jetzt gesagt, dass Bückware tatsächlich, das ist, die mussten hinter dem Tresen sich runterbücken und das vorholen, weil da möglicherweise irgendwelche Sachen standen, die man sonst nicht bekam. Ja. Vielleicht. Wie unter dem Ladentisch. Ja. Ich weiß es nicht. Okay. Aber auch das geht jetzt zum Schluss fast schon in die richtige Richtung. Ja. Mein erster Gedanke war, als ich das so gehört habe, auch von wegen Bückware, das ist die teure Ware, die man ja unten... Genau. Die teure Ware war immer in Augenhöhe. Ne? So, genau. So macht man das ja. Und die billige Ware war unten. Ja, das ist ja danach erst. Tatsächlich sagt man zu Bückware die Ware, die... nicht ausreichend vorhanden war und die dann zurückgehalten wurde für Leute, wo man gesagt hat, pass auf, ich habe hier was, ich habe da was, ich habe nur 10, ich pack mal 2 für dich weg. Ja. So, und dann kam derjenige und dann hat derjenige unter den Ladentisch gegriffen und das rausgeholt, hier. Also wie meine letzte Vermutung. Genau. Okay, sehr gut. Na, also war ich richtig. Du willst das Häkchen, ne? Ja. Ja. Wo es darum gar nicht geht, aber es ist okay. Okay, lässt du gelten. Ja, natürlich. Ja, aber muss man auch erstmal drauf kommen. Ja, ne? Aber cool. Ich wusste das, glaube ich, auch schon mal. Ich finde den... Die ab hier, oder? Ich finde... Was denn? Ich finde den Namen Bückware ein bisschen fehlgeleitet. Ja. Ja, das klingt... Weil Bückware hat ja nichts damit zu tun, Ware zurückzuhalten, weil es Mangelware ist, um denjenigen dann was mitzugeben, wo man sagt, ey, komm, der hat sich so drauf gefreut. Ich habe hier nur 10 Bananen, dem gebe ich mal, dem behalte ich mal 2. Nein, das ist aber Stichwort unter dem Ladentisch. So, genau. Da macht Sinn. Hm? Ja. Auf jeden Fall. Warum sitzt bei jeder Ausgabe von Wer wird Millionär ein Mann im Studio, der die ganze Zeit Zeitung liest? Was? Tatsache. Verstanden hast du die Frage aber? Ja, natürlich. Gut. Ich kann es bloß nicht begreifen. Ich habe das noch nie gesehen im Fernsehen. Also, ich habe auch noch nie darauf geachtet. Die Sendung, aber ich habe es den Typen nie gesehen. Warum? Der die ganze Zeit Zeitung liest. Ja, der da ist und die ganze Zeit Zeitung liest. Also, ich kann mir das nur vorstellen, dass das mit dem Hochhalten der Zeitung zu tun hat. Dass man nicht sieht, was er tut. Vielleicht auch gar nicht sieht, was er sagt. Oder dass er dafür da ist, um vor Leute hinter sich oder so mitzubekommen, die vorsagen, die leise vorsagen. Dass sie, so ein Aufpasser. Security? Ja. So okay. Also eins von beiden, würde ich sagen, ist richtig. Nur das Erste, weiß ich nicht warum. Warum sollte das... machen, dass man nichts... Oder noch besser, und das glaube ich ist richtig, das siehst du ja auch in den Filmen, ne? In diesen Kriminalfilmen und so weiter, in den Actionfilmen, da stehen ja auch immer in so einer Hotellobby, Eingangshalle, sitzen dann die Leute beobachten, ne? Und durch so ein Loch und dann gucken und am Ende irgendwelche Attentäter sind und die versuchen seit Anfang der Sendung, seit der ersten Folge, Günther ja auch zu erschießen und schaffen es nicht. Deswegen versucht das immer wieder. Immer und immer wieder. Immer und immer wieder. Okay. Immer wieder? Immer und... Nein, ich weiß es wirklich nicht. Okay.
Die erste Vermutung auch selbst von Hoeker war, dass durch das Hochhalten der Zeitung realisiert worden ist, dass diese Sendung wirklich live und echt ist. Aufgrund des Datums. Da habe ich schon erst gedacht, okay, wenn man sich so eine Mühe macht, warum nicht? Ja. Tatsächlich war das aber falsch. Okay. Es war wirklich so, dass derjenige Wolfgang Jäger heißt, der wirklich in jeder Sendung von Anfang an in jeder Sendung sitzt und Zeitung liest, weil das kann. Also der liest da wirklich die Zeitung, weil der nämlich der Chef der Special Effects ist. Ja. Und bei der 1-Million-Euro-Frage muss er die Pyrotechnik zünden. Nein. Das Lametta. Und damit das sichergestellt ist, weil es kann ja jederzeit sein, ja, sitzt er da mit im Publikum. Nee, und aus Langeweile liest er Zeitung. Das ist ja. Das ist ja crazy, krass. Ich habe den Typen auch noch nie gesehen. Nee, ich auch nicht. Oder wahrgenommen. Und nicht gezeigt. Also viele Fragen taten sich ja auch auf, warum die Technik das heute nicht automatisch macht. Ja. Aber, ja, keine Ahnung. Ja, aber er kann auch Handy lesen, oder was weiß ich. Oder ja, keine Ahnung. Oder? Er sitzt da halt wirklich mit drin und macht. Ja, wie soll man darauf kommen, genau. Warum regnet es überhaupt? Ja, das weiß ich auch nicht. Ich werde gleich richtig doll nass sein. Nein, nein, nein. Nicht? Ach. Nein? So. Wo waren wir denn jetzt hier? Ach, da. Also wir haben noch 5 Minuten. Haben wir. Ja, ja. Gut, ne? Das ist in Ordnung. Woher kommt das Wort Schlitzohr? Ja. Das ist eine gute Frage. Also was, also, wir haben ja 2 Katzen. Die eine Katze streunert hier jedes Mal auf dem Feld hier nebenan rum. Ja. Und bis vor kurzem war es noch so, dass dort Stacheldraht sehr tief hing. Es war so 3-lagig Stacheldraht. Und der untere Stacheldraht, da hat die Katze sich wirklich mal das Ohr eingerissen. Ja. Seitdem heißt sie mehr oder weniger Schlitzohr. Das ist eine Theorie. Ja. Glaube ich aber nicht. Das wäre irgendwie, das wäre dann doch so ein bisschen komisch. Schlitzohr. Man sagt ja zu einem Schlitzohr jemand, der einen übers Ohr haut oder was Schlaues macht. Woher kommt das Wort Schlitzohr? Ne, das weiß ich nicht. Ich komme nicht drauf. Auch nicht irgendwie so ein... Nee, also gut, du hast das ja mit der Katze schon gebracht. Genau, das würde ich sagen, aber das ist alles ja Quatsch. Weil, also ist damit auch die Redewendung gemeint, Schlitzohr, oder nur das Wort? Das Wort. Das Wort. Mhm. Egal, was dahinter steckt. Schlitzohr. Das steckt ja im Endeffekt was dahinter. Ja, richtig. Wie es entstanden ist. Genau. Ja. Aber ist damit mit dieser Entstehung auch seine Bedeutung entstanden? Also ich hätte, wenn ich das mal so jetzt sagen kann, wie ich das verstanden habe als allererster Gedanke, Schlitzohr sagt man ja für jemanden, der wirklich clever, genau, clever jemanden überlistet. Ja. So, Mensch, du bist ganz schönes Schlitzohr jetzt, ne? Ja, 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 genau. So. Aber hat damit eigentlich gar nichts zu tun. Mhm. Soll ich mal auflösen? Ja, mach mal, ich komme wirklich nicht drauf. Tatsächlich ist es im Mittelalter entstanden, als Gesellen bestimmter Zünfte. Weißt du, was ich meine? Nee. Es gab doch früher diese Sklavenjungs, ja, die dann nur einen Ohrring hatten, ja, die gewisse Dienste bei reichen Männern, aha, verrichtet haben. Zünfte. Ja. So. Und die durften ja dann Ohrringe tragen. Nicht, ja, nur reiche Frauen und so weiter und so fort, sondern diese. Und wenn diese Gesellen gegen Regeln ihrer Zunft verstoßen haben, hat man ihnen die Ohrringe rausgerissen. Blanki recht. Krasser Scheiß. Hat sie das geschrieben? Hat sie geschrieben, ja. Sowas in der Art, ne? Genau, ja. Abgefahren. Auf schmerzliche Art und Weise wurde denen dann zur Strafe der Ohrring rausgerissen. Alter Schwede. Ja? Aber es beruhte sich auf das Mittelalter, auf genau diese Gesellen, der Zünfte. So, und so entstand das Wort. Wobei das, finde ich, sehr befremdlich ist, wenn man heute sagt, ein Schlitzohr ist jemand, der einen überrumpelt. Oder? Ja, ja, genau. Ja. Völlig was anderes. Völlig was anderes. Ja. Ja. Alter Schwede. Nee, da wäre ich nie drauf gekommen. Nee, ich auch nicht. Never. Definitiv nicht. Ja. So, ich würde sagen, wir machen den letzten. Ja, weil jetzt kommt auch noch Sturm dazu. Genau. Wir haben uns wieder das geilste Wetter ausgesucht für diesen heutigen Podcast. Ist aber okay. Wir sind ja nicht aus Zucker. Na! Welche menschliche Körperflüssigkeit? Sperma. Bewegt sich mit der größten Geschwindigkeit? Sperma.
Nein. Welche menschliche Körperflüssigkeit? Möglicherweise. Was ist das Blut? Was ist die. Was ist der Urin? Das Urin? Die Urin? Was gibt es noch? Tränenflüssigkeit? Spucke? Was gibt es denn noch? Schweiß? Wahrscheinlich der Schweiß. Pass auf, ich sag der Schweiß. Das ist total absurd. Nein. Nein. Einmal das. Na, dann rate ich einfach. Ja. Urin. Nein. Nein. Okay. Also es ist... Hab aufmerksam verfolgt. Es ist keines der, die du gesagt hast. Gab's noch, gibt's noch mehr? Ja. Okay. Es gibt... Sie ist schon clever, ne? Rotze. Es ist tatsächlich die Rotze, wenn du niest. Ach ja, natürlich. In dem Moment bis zu 160 km/h. Ja, deswegen. Ich treffe nie das Taschentuch. Ich bin immer nicht rechtzeitig. Ja. Hm. Aber genau das ist die, die schnellste Geschwindigkeit. Das ist die schnellste Flüssigkeit, menschliche Flüssigkeit. Ich dreh durch. Das habe ich auch nicht gedacht. Nee. Weil, aber es ergibt ja Sinn jetzt. Heller von Sinn fing auch gleich an mit Sperma. Ja, logisch, ja. Tränenflüssigkeit, Urin, tralala. Und hast du nicht gesehen? Also und bin ich doch Hugon, Egon Balder saß da und hat sie reden lassen und reden lassen. Und sie war voll in ihrem Element, so, ne, wie sie halt so sind. Ja, und dann immer, nein. Nein. Und dann kam das halt auch wirklich Rotze. Also wenn du niest, ne? Die Rotze, die da rauskommt. Das ist ja Flüssigkeit. Geil. Es geht ja ging auch Flüssigkeit. Wir müssen das nicht zurück, das ist besonders. Ja gut, wir sind ja sowieso. Also ich habe zwar noch, und ich hatte noch für eine weitere Folge. Oder ich leg was drüber, oder? Ich leg mal was drüber und dann kann ich meinen Bonifaz machen. Ach, den wolltest du ja auch noch machen. Hast du deinen leeren Beutel? Mein leeren, was willst du noch? Das ist schön leicht. Ich war noch nicht blind. Was? Nein! Ja, aber um nochmal so ein Schlusswort zu bringen. Es war sehr interessant, vor allen Dingen, weil dieses Rumblöde natürlich irgendwo auch geil war, wenn die Leute auf so Ideen kommen. Ich muss dir ganz ehrlich sagen, ich bin sehr glücklich, dass du das mal gemacht hast. Ich weiß, du hast das immer schon mal vorgehabt. Du hast immer genial daneben gesagt, weil ich es witzig finde. Ja. Weil ich es einfach witzig finde, gerade auch mit den Leuten. Und ist das, also Begriffe, das, was wir ja damals schon mal gemacht haben, wo ich dann immer 4-5 Begriffe mal irgendwie erklärt habe, die dann aus dem Rittertum, aus dem Mittelalter, aus dem was weiß ich kamen, fand ich ja auch diese Redewendung aufzulösen, was das überhaupt bedeutet und wo die herkommen, fand ich schon witzig. Aber auch gerade in dem, ich finde das geil. War schon cool. Vielen herzlichen Dank. Ja, ich danke dir vor allen Dingen auch, dass deine geistige Umnachtung zugeschlagen hat. Oh, jetzt geht's wieder. Ich finde aber witzig, wie viele Parallelen es doch hat, wenn man seinen Ideen freien Lauf lässt. So, ich muss dir gestehen, bitte mach es nochmal. Ja, also nee, wirklich. Futter ist noch da. Würde mich sehr freuen darüber. Ja. Aber es ist halt alles geklaut, ne? Das ist ja egal. Gut. Ne? Ist ja wie die Flachwitz. Wir wollen ja damit kein Geld verdienen, das ist ja so. Nein. Dazu bräuchte man Klicks und die haben wir nicht. So ist es. Vielen herzlichen Dank. Ja, sehr gern. Ich würde dir gerne noch ein Bonifaz vorlesen. Sehr gern. Und dann... Machen wir nochmal deine Mutterwitze, weil es regnet ja nicht. Genau. 19:35 ist eh Schluss. Tschüss. Nee. Tschö mit Ö. So. So ist es richtig. Genau. Und ich nehme jetzt meine Kopfhörer ab, damit ich dich nicht mehr hören muss. Alles klar. Ich werde jetzt mal die Brille absetzen, damit ich das Kleine erkennen kann. Nicht wahr? Ich kann nochmal Feuerholz auflegen. Ja. Damit es brennt. Solange du zuhörst. Ja, natürlich. Ist alles gut. Ne? Alles. Die Frau Gräfin hatte Fieber, lag auf ihres Bettes Fühl. Schleunigst rief sie Bonifatius, dass er ihr den Puls befühl. Bonifatius tritt ins Zimmer und was tut das alte Schwein? Greift der Frau Gräfin Ziegler einfach zwischen beide Beine. Als er sich dann überzeugt hat, sprach er: Nun, soviel ich weiß, ist gar kein Anlass zur Besorgnis. Nur das Möschen etwas heiß. Moral: An Stellen, die sich niemals kühlen, ist es grundfalsch, den Puls zu fühlen. Gute Nacht, liebe Kinder! Träumt schön. Das ist gut, wir sind fertig und der Regen auch. Ja, es ist doch immer so.